Also ich achte da enorm drauf beim Blutbild auf mentale Gesundheit, aber gar nicht mal so, dass ich jetzt hypersensibel bin oder irgendwie immer die Antennen ausfahre und eine Helikoptermama bin, sondern ich achte darauf, dass ich mit ihm spreche, ihm zuhöre, wir kommunizieren, ich ihn verstehe und er sagt mir alles, weil ich versuche, ihm zu lernen, Sprache es macht. Und es ist ja auch die beste Therapie, wenn du über deine Probleme sprichst, weil sonst lässt du ja alles in deinem System, du bist ja gefangen, ne? Und du musst dich von den Gedanken befreien und deswegen rede ich einfach ganz viel mit dem Ludwig und deswegen weiß ich, dass er sehr glücklich ist. Ich glaube, da ist es auch immer wichtig, auf die Persönlichkeit des Kindes zu achten. Also ist es sehr sensibel, hat es einen Selbstwert oder eher nicht. Ich glaube, da muss man einfach auch ein Gefühl für entwickeln. Also man muss rausfinden, was ist das Kind für ein Typ und jeder ist anders. Aber Social Media kann sehr gefährlich sein, vor allem, glaube ich, für Frauen und Mädchen. Ich verstehe es nicht. Ich blogge auch ganz viele. Ich zeige die an. Also das würde ich auch jedem empfehlen. Ich finde es halt schade, dass es diesen krassen anonymen Hate gibt. Der ist ja nicht nur bei mir. Aber das Gute ist, ich kann sehr gut damit umgehen. Und deswegen kann ich auch darauf aufmerksam machen, wie man am besten mit solchen Problemen eben dealt. Ich poste ehrlich gesagt immer, auf was ich Lust habe. Ich versuche mich da jetzt auch gar nicht so zu reglementieren. Bei mir ist immer wichtig, dass mein Kanal, mein Profil, es soll echt sein. Und ich würde ihn jetzt nie irgendwie so krass vermarkten oder sonst was, aber er ist großer Teil meines Lebens und er will dann immer auch mit aufs Bild. Und dann ist es für mich schwieriger zu sagen, nein, du darfst nicht, weil er es ja frei schon entscheidet. Er sagt, ich will auch mit, mach mal ein Foto, mach mal ein Video, weil er sieht es ja von Mama. Und ich integriere ihn so gut ich kann. Aber wenn er nicht will, will er nicht. Wenn er will, okay.